Oh, Fully, erinnert sich noch an der Game Dev Tycoon? Ja. Yeah. Ist an der Zeit. Mitarbeiterliste. Erinnerst du dich noch, wer nicht mehr für uns arbeitet? Fucking Mark. Mark! Ich wusste nicht, das war mein Test. Ich wollte sehen, ob du in all den Wochen, die dazwischen lagen, seinen Namen vergessen hast, aber. Mark! Oh mein Gott, Mark, und dann will er noch. Oh, ich hätte gerne 6000 Euro pro Monat für meine Leistungen. Ja, war so unterdurchschnittlich. 6000! Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel war, aber es war wirklich sehr viel. Nee, er wollte, glaube ich, 13.000 oder 16.000 haben. Oh, das letzte Spiel war so ein Hit. Jo. So, dann wollen wir die anderen trainieren? Ja, sollten wir wahrscheinlich machen. Sie ist gut in Design. Das heißt, wir sollten was machen, was Design weiter erhöht. Oder Geschwindigkeit, was auch immer. Nein, wir wollen auch ein neues Thema. Forschung. Oh, uns fehlen auch Forschungspunkte fehlen dafür. Was wäre ein neues Thema? Wir haben so viele. Noch zur Auswahl. Zeitreise. Ich will ein Kochspiel machen. Oh, das haben wir schon. Wir haben Kochen schon, ja. Oh. Wenn wir was erforschen wollen, dann... Wir machen ein Zeitreise-Kochspiel. Nein, du kannst leider nicht zwei Themen mixen, leider. Noch nicht. Zeitreise. Daran arbeiten wir noch so. Und er ist Technologie, das heißt, wir machen das plus. Okay. Dann warten wir, bis ein bisschen Zeit vergeht. Wir müssen unsere Mitarbeiter auch schön weiterbilden, damit nicht unsere Spiele in der Qualität irgendwann hängen bleiben. Ja, das stimmt. Und wir beim nächsten Konsolensprung gut mitkommen. Wir haben viel von unserer Zusammenarbeit mit Mark gelernt. Viel, was es zu beachten gilt, welchen Leuten man vertrauen kann und welchen nicht. Ich hätte nicht verraten, wem ich nicht vertrauen würde. Oh, fucking Mark. Können wir schon Sequels machen? Wir können Sequel machen. Ja. Oh mein Gott, okay. Oh. Voller in die Nüsse. Nimm doch einen Zug, war nicht erfolgreich. Was ist hier eigentlich passiert? Kugeln aus Blei, Herzen aus Gold. Mahlzeit. Wie viele gute Spiele haben wir eigentlich gemacht? Ich will Sequel zu Mama, die Piraten. Da sind Piraten im Garten. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Das ist Papa, die Piraten. Mama, was? Oh Gott. Was reimt sich auf Piraten? Verraten? Oh. Begraben? Nicht ganz, aber es hat einen ähnlichen Klang. Nein. Papa, die Piraten haben Mama verraten. Oh, verraten. Das ist nicht Arme. Gut. Nein. Mama, das sind Roboterpiraten im Garten. Das nein, wir brauchen irgendwas, was sich reimt. Irgendwas muss im Garten sein, was sich reimt. Nein, irgendwas muss sich reimen, was irgendwo ist. Auf Garten ist schwer. Da sind Piraten im Garten. Ich meine, okay. Plattform. Haben wir eigentlich schon eine Lizenz für den nächsten Handheld? Es gibt einen nächsten Handheld. Ich weiß nicht, ist der Gameling noch aktuell? Er ist aktuell genug, er hat einen Marktanteil von 18% und das Play-System gerade mal, beziehungsweise er hat 18,2 Play-System 20 und die Leute lieben Casual- und Kinderspiele. Okay. Hölzler Engine Gold müsste die neueste sein. Immer super. 3D-Grafik, das ist ein Gameboy, das ergibt sich doch aus dem Kontext, komm schon. Natürlich 3D-Grafik auf dem Gameboy. Ich würde sagen, Gameplay ist ziemlich wichtig und Story und Quests sind so überhaupt nicht relevant. Ja. Eigentlich kannst du Engine wahrscheinlich fast auf Null setzen. Meinst du? So? Ich meine, da unten die Minus. Wäre auch ein bisschen nicht? Story und Quest. Oh, okay. Du hast recht. Oh. Story und Quest ein bisschen, aber nicht zu viel. Ich wusste gar nicht, dass. Stimmt, das bringt es also, wenn man einen Spielbericht erstellt. Ja. Ich verstehe langsam, wie das Spiel funktioniert. Derzeit scheint der Markt besonders gut auf Spiele mit neuen Themen zu reagieren. Oh, da können wir nicht gut. Was Neues. Ihr dachtet, da waren Piraten im Garten. Pass auf, was
was wir auf die Bretter dieses Mal auf Lager haben. Da sind zwei Piraten im Garten. Oh nein, plötzlich ist die ganz Minus. Ja. Okay. Das wird einfach so ein gutes Spiel. So kann ich nicht Werbe... Oh, ich kann nicht machen. Ja. Zeitschriften? Jo, das ist PS1-Ära. Wir werden eine Demo raushauen mit unserem Spiel. Hallo? Wer hat für ein Gameboy-Spiel eine Demo rausgehauen? Niemand. Ja, deswegen. Wir werden die Ersten. Sind wir die scheiß cool damit? Grafik scheint wohl am wichtigsten zu sein. Wir haben keine Info zu Grafik, aber wir machen mal einen richtigen... Ja, aber das andere ist auf jeden Fall viel Minus und das auch nur Plus Plus. Hä? Die brauchen lustige Sounds. Oh, was ist dein Problem? Ich werde dich nicht in Urlaub schicken. Kleiner die Game Convention. Weißt du was? Weißt du was? Oh, nein, warte, 25 Millionen. Weißt du was? Ja. Wir holen uns die große Bühne. Leute, Mama, da sind Piraten im Garten. Wird das Game verändern. Aber dann müssen wir jetzt auch warten bis zur Messe, oder nicht? Ja, bevor wir es fertigstellen. Investition. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin der Finanzaufseher, der Geschäftsleiter der Firma Womoba Oil Limited aus Nigeria. Ich würde sagen, wir sollten da sowas von nicht investieren. Naja, ich weiß nicht. Nigerianische Prinzen im E-Mails neigen dazu, dass sie nicht ganz die Wahrheit sprechen. Kriegst du danke für die Bugs. E-Mails? Ich nicht, nein, aber es gab da eine sehr berüchtigte. Das ist wahr. Ich bekam sie aber nicht. Da war ich wahrscheinlich 2 Jahre alt oder so, als sie die Runde gemacht hat. Okay, dann würde ich sagen, der Hype ist bei 178. Damit sind wir bereit. Wir haben guten Hype gemacht. Das ist, glaube ich, kein allzu gutes Spiel. Hey, wenn es ein 6 oder ein 7 wird, ist okay. Chef, unsere Büros können eine Renovierung vertragen und unsere Computersysteme sind auch veraltet. Es wäre großartig, wenn wir klar, renovieren. Ich wollte eh wird's neues PC. Büro. Oh, das ist so cool. Ja. Yeah. Du gehst in den Urlaub. Schau dir die N64 da an. Haben wir überhaupt was für die N64 gemacht? Oh. Das ist noch nicht raus. Oh, nein, haben wir nicht. Okay, bist du bereit? Mhm. Warum war das so krass am Variieren? ich dachte, das wird wirklich gut. Ja, doch gesagt, wenn es eine 6 ist, ist es okay. Ja? Ich glaube, viel hat auch was mit der Plattform zu tun. Ich habe das Gefühl, die ist krass veraltet. Unser Marketing-Slogan. Wir sind nicht auf dem besten. Unser Marketing-Slogan wird einfach folgender sein: Glaube dem Hype. ich sterbe mit dem Spielbericht. Das war fürchterlich. Was könntest du? 2D-Grafik? Wir wollen Tag-Nacht-Zyklus. Wir sollten auf den Game Boy Advance warten. Das ist alles. Ist alles nicht so gut. Das könnte er erforschen. 2D-Grafiken? Wir hätten vielleicht auch 2D-Grafiken da machen sollen auf den Gaming. Oh ja, das ergibt so viel Starke, Sinn. Ja. Die Vena. Das. Super Drive, ich denke, darauf werde ich verzichten. Als Gefühl, sie wird sich nur circa 10 Millionen Mal verkaufen. 13. Aber das Play System 2 ist bald auf dem Markt, ja? Das kann sogar DVDs abspielen, hallo? Oh mein Gott. Ja. Was hätten wir für Publisher-Verträge? Mindestbewertung von 6? Ja. Das kriegen wir hin. Was? Was? Das wirklich? Jetzt kommt die Dreamcast raus. Wirtschaft irgendein Genre. Mindestbewertung von 4. Weißt du was? Das machen wir. Das ist easy. Das machen wir. Der Spaß. Bitte. Es ist eine Simulation. Es ist für Erwachsene. Nein, es ist für alle. Hallo, Kinder können die Hölzer Engine Gold natürlich. Wir haben die beste Technik. 3D-Grafik, ich meine, irgendwas müssen wir haben. Oh nein, er ist gerade noch im Auftrag. Oder beziehungsweise in der Forschung. Der arbeitet gleich mit. Story Quest ist nicht... Bisschen mehr. Ich glaube, Engine brauchen wir bei Simulation so ein bisschen mehr. Ja, bisschen höher. So? Ja, das gefällt mir. Story Quest bisschen niedriger? Wir sollten auch Mitarbeiter bestimmen. Ich glaube, das haben wir vorhin nicht gemacht, kann das sein?
Oh mein Gott, ich dachte mir schon, muss man die nicht zuweisen oder so? Ich dachte, das muss man... Ich habe aber, glaube ich, auch nicht drauf geachtet. Ich habe sie nicht gesehen. Ich dachte mir, oh ja, stimmt, da muss man am Ende, wenn man das zugewiesen hat, wohl doch eine Runde machen. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Ich dachte, man weist es erst zu und dann... Also man macht das die Regler. Lag das daran, dass wir ein kleines Spiel gemacht haben und kein großes? Und das ist jetzt ein AAA-Ding oder so? Oh, das könnte so gut sein. Ja. Okay. Ich würde sagen... Was war für was? Gameplay. Für Gameplay, was war dafür wichtig? Design. Wir nehmen Loretta fürs Gameplay, würde ich sagen, oder? Hier der Oliver, ja? Der Oliver kann die Engine... Oder, ja, Christian kann die Engine. Mugi kann alles, er macht alles. Und, Oliver? Kommt später noch zum Einsatz. Ja. Ich will auch arbeiten. Ja, gleich. So, diesmal werden wir keine Marketingkampagne machen, sonst haben wir nicht nötig, dass nicht unser Spiel, das machen wir nicht für uns, das machen wir nur fürs Geld. Oh, das Spiel wird so viel besser. Wir haben doch einen Publisher, der kümmert sich darum. Ja, künstliche Intelligenz, Leveldesign, Dialog. Ja, das ist gut. Die KI kann Oliver machen. Schafft er. So, Dialoge nicht wichtig, macht Mogi. Und Leveldesign brauchen wir Design, nehme ich einfach mal an. Ja. Da habe ich auch sowas im Gefühl. Oh, das hat jetzt schon richtig gute Designpunkte. Können wir kurz darüber reden? Es ist jetzt schon besser als das vorherige. Ja. Warum haben wir nochmal einen Publisher-Vertrag daraus gemacht? Dafür bekommen wir aber mehr Promotion. Das ist schon gut so. Sound können wir noch ein bisschen runter machen. Ja, Spielwertdesign vielleicht einen ganz kleinen Ticken höher. Weil nur minus 1. Ja. Okay. So, Grafik. Lassen wir Mogi machen, sonst wird jemand überarbeitet, habe ich das Gefühl. Okay. Loretta, schaffst du den Rest von dem Spielwert? Sound, ja. Oh, was perfekt. Auch immer. Ist Soundtechnik? Ja. Ich glaube schon. Na, wird schon stimmen. Sie wird schon passen. Oh Gott, das ist halt, das ist wirklich gut, glaube ich. Wir werden das vielleicht noch ein bisschen länger köcheln lassen, damit es noch ein paar mehr Punkte abstaubt. Machen wir damit gerade? Ja, wir haben sehr, sehr viele Bugs, warte. Komm schon, als ob man wartet immer, bis die Bugs gefixt sind. Was bist du? Das ist... Warner Sega. Bros. Ich wäre eher auf Sega gegangen. Ich meine, das war vielleicht mal, aber... Nein! Ich sehe doch den Technologiepunkt. Kommen wir denn noch? Oh, das ist... Okay. Oh Gott. Oh, wir sind zurück. Auf die Bretter hat wieder BWL, der Spaß wird zu Hause. Das war weißt einfach, wonach der Markt verlangt. Loretta hat sich die Gehaltserhöhung verdient. Ich mach gute Arbeit. Das ist eine gewaltige Erhöhung. Das ist wahr. Zweite Erzählung, Dialogbaum, Easter Eggs. Oh, wir können Easter Eggs machen. Ich mag Easter Eggs. Forschung. Zweite Erzählung, sehr wichtig. Loretta, du hast über Geld, dann zeigt, dass du damit auch was machen kannst. Und du kannst nicht Spielbericht erstellen. Wir können das Spiel heftigen Regen machen. Oh Gott! Komm schon! Ach, come on! Informed Gamer war nicht. Ich werde ehrlich sein, vielleicht ist es zu nischig. Ja, es könnte sein. Die Informed Gamer sind wohl zu dumm, um es zu verstehen. Ich hasse All Games so sehr. Ja, das tun alle. Was ist mit dem Verstehen überhaupt bei Death Stranding mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass sich Leute sehr einig sind, dass sie sich nicht einig sind, was Death Stranding angeht. Ja. Also manche lieben es und manche mögen es nicht. Und Kojima meinte, die es nicht mögen, die verstehen einfach sein Spiel nicht. Einzig logische Erklärung. Ja. Okay, also wir haben jetzt ein Problem. Wir brauchen langsam eine starke neue Plattform oder so, denn wir stehen nicht gut da. Schon. Naja, wir haben nicht großartig Geld verloren, oder? Ja, aber wir gewinnen auch nicht Geld dazu. Das ist wahr. Und der Markt wächst stetig. Das ist so, als würde Nintendo für eine Ewigkeit eine komplett tote Konsole haben und hat jetzt zuletzt erfolgreich, als der Videospielmarkt noch viel kleiner war. Dann bringen sie neu und sagen, oh, wir stellen neue Rekorde auf. Ja, ach was. Der Videospielmarkt ist auch viel weiter gewachsen. Switch ist ja noch ein riesiger Erfolg. Ja, ich wollte gerade sagen, komm schon. Cool oder edgy? Switch ist... Oh, das ist... Das ist die Frage. Wollen wir... Ich will auf eine neue Plattform warten. Wir könnten auch eine neue Engine entwickeln währenddessen, oder?
Oder wir sammeln einfach Technik-Points und machen eine... Ja, ich will halt gerade nicht wirklich ein Spiel machen, weil die Plattformen aktuell sind alle so veraltet. Das ist leider jetzt, um ein bisschen Meta zu werden, ein bisschen doof mit dem Spiel, dass du an einem gewissen Punkt dann einfach nur noch Spiele grindest. So ein bisschen. Was ein bisschen sad ist. Ja. Auftragsarbeit, klar. Mehr. Dreamverse von Vena. Ich meine, warum nicht? Willst du für die Dreamverse entwickeln? Wir machen eine Fortsetzung dafür. Okay, was war ein Flop? Das könnten wir gut machen dann vielleicht. Ja. Wir haben wirklich viel gut... Nimm noch einen Zug, das will ich nicht machen. Grün aus Blei, Herzen aus Gold. Warte, hat jemand einen Spielbericht erstellt? Mach das doch mal. Nein. Lass uns wissen, was wir besser machen können, abgesehen von alles. Komm schon, nimm doch einen Zug. Wir könnten das besser machen, oder? Ich finde, wir hatten eine gute Vision für dieses Projekt. Vena Oasis wird dann zweimal vom Markt genommen, das ist okay. Ja, wir machen ein Sequel zu... Ich habe auch schon einen... kleiner Messestand, bitte. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht viel zu zeigen aktuell. Ich weiß auch schon, wie wir es nennen werden. Oh, ich bin gespannt. Das Sequel zu dem Kultklassiker Nimm noch einen Zug. Das wird in 10 Jahren wird das so populär sein. Niemand wird Teil 1 kennen, aber alle werden von Teil 2 reden. Und zwar von Nimm noch eine Bahn. Noch eine Bahn. Für Erwachsene. Casual Transport. Nein, für alle. Okay. Dreamverse, klar. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo der Marktanteil von 70% herkommt, aber klar. Naja, die Dreamcast hatte, glaube ich, mal ihren kleinen Moment, wo er sagt, oh, die Grafik ist besser als auf der PS1 und N64 und dann kam die. Ich wundere mich, was dann passiert ist. Wir werden es herausfinden. Ja. Live. Oh, das ist wieder kein, das ist... Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Ich will das Spiel abbrechen. Wie kann ich das Spiel verwerfen? Wir können es zu Ende bringen und nicht publishen. Das Problem ist nämlich, es ist wieder ein kleines Spiel, glaube ich. Oder? Jetzt habe ich nicht nachgeschaut. Oh Gott, ich lehne das Interview ab. Oh, ich will das Spiel nicht machen. Nein, das ist die Messe. Oh, das war nicht gut. Dieses Spiel wird nicht released. Zuerst dachte ich, es ist nur ein kleines Spiel, jetzt bin ich mir sicher, dass es ein großes war und wir werden es trotzdem releasen. Okay. Wir werden es einfach machen. Wir werden es auch mit Bugs auf den Markt werfen. Wir werden einfach sehen, was passiert. Oh. Wir werden keine Arbeit reinstecken. Glaubst du, am Ende haben wir dann, sind dann unsere Fans von Auf die Bretter AG, die dann sagen, oh, das habt ihr trotzdem toll gemacht, wir verteidigen euch. Davon will ich doch sehr stark ausgehen, ich werde das Forum im Auge behalten. Ich auch. Kommt schon, Fans. Kauft deine. Wir bekommen viele Forschungspunkte, wir können auf jeden Fall eine neue Engine dann machen und dann sind wir wieder Marktführer. Ich meine, wir testen nur die Dreamcast aus, ja, wir sind noch nicht ganz versiert darin. Perfekt. Ich meine, hey, 50-50, nicht unsere schlechteste Leistung. Ich meine, als ob ihr bei dem doch den Zug-Sequel was anderes erwartet habt. Kommt schon. Also wir können euch Zeug erforschen. Dann machen wir das mal eben. Alter, 3D-Grafik, yo. In den Urlaub. Wir haben 0 Forschungspunkte. Oh. Eine 5! Ist besser geworden als gedacht. Erfüllt die Erwartung nicht ganz, das ist meine Erwartung. Es ist besser als nimm noch einen Zug. Ich meine, wir sollten immerhin. Okay. Wir sollten keine Verluste machen. Nicht schlecht, aber auch nicht gut, okay. Ich denke, es fasst das Rezept zusammen. Sag uns, was daran nicht funktioniert hat. Tipp. Aha, so ist das also. Es ist einer von den 5 Spielen für die Dreamcast, ja. Multigenre. Oh mein Gott, wir bräuchten mehr Forschungspunkte. Wo bekommen wir am schnellsten Forschungspunkte her? Auftragsarbeit, oder nicht? Da bekommt man ja nicht so viele. Machst. Oh, Spielbericht gibt auch super viele. Naja, wir haben so viel Geld. Wenn du nicht in Geldnot bist, kannst du auch einfach die ganze Zeit Auftragsarbeiten grinden. Ja, machen wir das mal eben. Ich würde nämlich wirklich gerne... Ich würde auch gerne auf eine neue, auf die PS2 warten. Ja, ich halt auch. Ich habe Vertrauen in die PS2. Irgendwas sagt mir. Aber wir brauchen eine Menge Design hierfür. Ja. Irgendwas sagt ja, dass es eine erfolgreiche Konsole wird. Das Gefühl habe ich nämlich auch.
Ich habe das Gefühl, einfach Spiele zu spielen und DVDs zu gucken und Musik darauf zu hören, das ist die Zukunft. Ja, yeah, auch wenn der Laser Preis, vielleicht nicht so verlässlich ist. Nein. Der Controller sich vielleicht ein bisschen billig in der Hand anfühlt. Das wird eine Herausforderung. Ich hoffe, ihr seid bereit. Challenge. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Die Strafe zahlst du aber. Zahlt Christian. Oh mein Gott, wenn sie nicht den Kopf gekratzt hat. Oh! Wo die König Täuscher das heißt, da sind die Nachfolger und deutet seine beliebten Playsystem an. Die Playsystem 2 mit besserer Hardware und was auch immer. Oh mein Gott. Kriegen wir es hin? Nein! Köpfchen, können wir jetzt schon was für die PS2 entwickeln? Wir bräuchten, ich will noch die KI gefährden, okay? Okay. Danach machen wir eine neue Engine und dann sind wir zurück. Dann werden wir sind einer der Launch-Titel. Wir werden mit einem neuen Franchise starten. Das wird kein Launch-Titel, glaube ich. Oh mein Gott. Ah ja, die sind noch gar nicht draußen. Nee. Ach yeah. Oder was willst du sagen? Dialogbaum und KI-Gefährt? Ich denke, KI-Gefährt sind wichtiger. Ja, scheiß mal auf Dialogbaum. Vor allem kennt man uns sowieso eher für Casual-Spiele. Die werden in der nächsten Generation relevanter, habe ich gehört. Das war, glaube ich, wirklich so zur Zeit der PS3 und sowas, dass Dialogbäume interessant wurden für Spieler, oder? Ja, das war durch den Erfolg von Dragon Quest und Mass Effect und sowas. Ja, genau. Was davor eher PC-RPG-Dinge waren. Nicht unbedingt im Mainstream. Plattform? Nein. Dann werden wir noch Zeit totschlagen, ist mir egal. Ja. Ich weigere mich für eine von diesen schwach. Oh mein Gott, wir brauchen eine neue Engine. Was mache ich denn? Oh. PC-Software-Gigante Microsoft hat heute angekündigt, mit einer neuen Konsole namens M-Box in den Markt zu. Okay. Die M-Box also. Kennst du dieses Kinderding, wenn sie gefragt haben, willst du eine Xbox? Dann haben sie so X gemacht und dich geboxt, wenn du ja gesagt hast. Ja. Lustig. Ich bin da einmal drauf reingefallen. H. Engine. Das ist der Beginn eines neuen so Zeitalters. Modern. Nimm die 3D-Grafik. Yeah. Verzweigte Erzählung. Tag-Nacht-Zyklus, KI-Gefährten, yo. Oh mein Gott. Die Engine wird echt teuer. Die Engine aber wird einschlagen wie eine Bombe. Yes! Oh, wir sind so bereit. Yeah. Kommt mit einer komplett neuen Engine darauf an. Alte Spiele-Engine. Chef, eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alte Engine, Hölzen-Engine 1.0, veröffentlichen würden. Dadurch würden wir sicherlich auch Fans zufriedenstellen. Klar! Können die haben. Ja, sollen die nehmen. Ich mache alles für die Publicity. Sollen die Idioten noch unsere alten Spiele machen? Ja. Keine starken Trends der Zeit. Ich weiß, ob wir mit der Hölzern Engine 1 noch was machen können. Ein phänomenaler Erfolg. Ja. Es ist, wenn du dich mit Videospielgeschichte auskennst, kannst du eigentlich viel mehr hier in dem Spiel erreichen, als wenn dich... Das ist ein unfairer Vorteil. Nein, du siehst nämlich, was der Marktanteil der Konsolen ist. Ach ja, stimmt. Und die schicken wir in Urlaub, nachdem das nächste Spiel fertig ist. Jetzt! Wollen wir wirklich das Spiel schon machen? Ja, warum nicht? Okay. Okay, was ist deine Idee für ein Franchise? Du hattest, was sagst du? Oh, warte, nein. Wir machen Fantasy, das ist nämlich gerade A++. Oh. Warte, Fantasy... E, Fragezeichen. Oh, für alles. A++, okay. Genre, Fantasy, Rollenspiel. RPG, das ist, passt halt zusammen. Oh. Oh, yes. H-Engine. Yeah. Feine Bretter. Ork und Keule geben Beulen. Sind bereit, dieses Abenteuer beginnen zu lassen. Ich bleibe dabei, du wärst großartig im Schreiben von Kinderliedern. Story und Quest ganz wichtig. Engine Gameplay nicht ganz so wichtig. Ja, das sieht gut aus. Also, sie sind schon zugewiesen, nehme ich an. Nehme ich auch an. Oh ja, steht da oben. Ja, dann können wir nicht weitermachen. Ja. Nicht kratzen! Oh, ich hasse es, wenn sie sich kratzen.
Ja, es ist so. Hört auf, euch zu kratzen. Was ist los? Ja, wer hätte ich mit Zeit, um euch zu kratzen? Meine Fresse, ey. KI brauchen wir nicht so sehr. Also nicht komplett weg, aber Dialoge ich sagen, müssen also definitiv Hälfte. Am höchsten sein, denke ich. Dialoge. Level-Design kann so bleiben, glaube ich. Ich denke, es sollte so stimmen. Ich hoffe, du hast ein gutes Szenario im Kopf, Mowgli. Wir sind in einer Welt von, es ist eher eine Comedy. Es ist halt gewisse Comedy-Elemente. Okay. Nein, bitte, ich trau mich nicht. Wir müssen sparsam sein. Wobei die Designpunkte etwas durch die Decke gehen. Die gehen echt krass durch die Decke, holy shit. Aber dann wiederum, RPGs sind technisch nie krass, die sind immer nur viel Design. Oh mein Gott, du bist ausgelastet, Dude. Du solltest Grafik an jemand anderen abgeben. Aber Oliver ist nicht so gut dafür. Eigentlich. Oh, ist Grafik nicht Technik? Oh, das könnte sein. Oder ist es Design? Ich glaube, Spielwelt. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich mach die Grafik einfach. Okay. Kann Oliver den Sound machen? Ja. Ich meine, Mogi ist ausgeglichen. Er ist der Chef, er muss sich einfach mal zusammenreißen. Du kneifst besser deine Arschbacken zusammen. Ansonsten haben wir kein erfolgreiches Spiel. Wir machen eine kleine Kampagne. Starte eine weltweite Marketingkampagne, die Zeitschrift Werbung, Demos und Interviews umfasst. Ja, machen wir das. Yeah. Hier habe ich das Gefühl, wir brauchen noch ein bisschen Publicity dafür. Denn das Spiel. Es wird die Wii-Spiel. Weißt du welches Gegenstück? Das wird das Gegenstück zu Final Fantasy X. Oha. Es wird sich ein paar Mal verkaufen, wir werden es noch öfter re-releasen, mehr als ein neues Design. Es ist so gut. Nimm deinen Finger da weg, ich habe immer Angst, dass du zu Trigger Happy bist. Tick. Komm schon, die Design auf 100, das kriegen wir hin, oder? Komm schon. Nein, Vorsicht! Okay, 101 wollte ich noch. Oh, yes. Das ist so gut. Sound Level 5 und Oliver Carter ist auch Level 5 oder Level 4. Vielleicht sollten wir einen neuen Designer einstellen. Wir haben zwei Technik-Experten. Ja. Oh ja, das sollten wir. Soundtrack in den Urlaub. Wir werden erstmal schauen, wie das Spiel läuft. Dann werden wir drüber nachdenken, wen wir eventuell noch einstellen können und wen nicht. Stell dir vor, du hast... Oh, die Bewertung. Oh! Komm schon! Oh! Yes! Oh! Oh, wir können jemanden neuen einstellen. Oh mein Gott! All Games, tut mir das jetzt nicht an. Oh mein Gott! Ihr verdammten Hurensöhne! Verzeihung. Es tut mir leid, aber das musste raus. Oh, alle geben 10 out of 10. Wir geben 9. Ach. Was suchen wir für Design, oder? Dafür brauchen wir Demofilm. Ich glaube, ja. Wir suchen nach jemand für 2 Millionen. Wir lassen die Kröten springen. Rang 1. So krass. So reicht es eben die Meldung, dass Ork und Keule geben Beule, welches vor kurzem von Auf die Bretter AG veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Oh. Los Auf die Bretter AG, gut gemacht. Ja. Yeah. Und unser stärkster Monat ist der dritte. Oh, shit. Ich mag den Romeo. Hey, sind alle nicht so gut. Warum sind die alle nicht so gut? Oh, da oben steht's. Oh, ich habe hier bei Geschwindigkeit und Forschung geschaut. Oh, wow. Nein. Ah, wir brauchen ihn auf jeden Fall nur für 1.375. Was hatte der andere? Wir nehmen ihn. Okay, aber der verlangt 5.000 mehr, ne? Egal. Wir werden mit ihm auch 5.000 mehr verdienen. Große Spiele. Schaut euch diesen schmalzigen Boy an. Ich hoffe, er macht gute Arbeit. Das will ich hoffen. Er ist Designer. Wie war das? Trainieren? Können wir ihn da dann? Ja, genau, Einarbeitung. Wie, du verkackst das jetzt. Will da etwa jemand eine... Arbeitet ihr denn was? Ich kann nicht in den Urlaub schicken. Ich weiß es nicht. Warum läuft das Spiel gerade so rucklig? Ich habe keine Ahnung. Und noch kein Fan von Auf die Bretter AG sein solltest. Ja, oh mein Gott, stell die Verkaufszahlen an. Oh mein Gott, es geht wieder nach oben. Es ist Zeit, mit unserem Unternehmen Technologiepakt zu verlassen und in unserem Erfolg ein angemessenes Ziel zu ziehen. Oh, wollen wir umziehen? Ach, ja, Mann. Millionen, Alter. Oh, shit. Wir sind hier.
Oh. Stell dir vor, du gehst in Urlaub, kommst zurück und dann siehst du das und denkst du so, oh, ach guck mal, da ist Barack aus Cave Story. Oh ja, da ist Journey, Super Meat Boy, yeah. Bit Trip Runner, keine Ahnung und keine Ahnung. Ja, die anderen kenne ich auch nicht. Genau, Platz, okay, neues Büro, ja, und wir können mehr neue Leute anheuern. Dass wir eigentlich mit 3 Mitarbeitern so viel gemacht haben, ist schon krass. Was? Oh, das neue Büro ist unglaublich. Forschungs- und Entwicklungs... Ist sie so weit? Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber klar. Es könnte unsere Forschung wirklich beschleunigen und wir können größere Projekte und Innovationen in Angriff nehmen. Das ist jetzt sicher nicht billiger. Ich denke, es könnte uns zum führenden Innovator der Spielebranche machen. Okay. Design-Spezialisten. Okay, ich weiß genau, ich glaube, Loretta wird dafür ziemlich gut sein. Ich habe nämlich damals nicht so sehr auf die Werte geachtet und ich hatte einfach nie hingekriegt, einen Forschungs- und Design-Spezialisten hinzukriegen. Warum ist das Spiel ruckelig? Ich weiß nicht, ich will zu speichern und neu starten. Ja. An irgendwas hat sich das Spiel aufgehangen. Es ist etwas seltsam. Ja. Gleich kann ich es wieder starten. Jede Sekunde. Okay. Dann. Das wirst du nicht verstehen. Das ist gute Musik. Das kennst du nicht. Jetzt. Wie, ich kenne keine gute Musik. Also, Loretta, bist du vielleicht langsam wieder zurück? Wir haben große Pläne mit dir. Okay. Da ist sie. Ich glaube, noch ist sie... Oder ist sie noch nicht so weit für einen Spezialisten? Egal, wir brauchen große Spieler. Dann du, neuer. Hey. oh, Multigenre, es geht Multigenre. Oh. Ja. Wir brauchen aber Soundtrack erstmal. Dann würde ich fast sagen, wir machen noch ein bisschen Auftragsarbeit, um noch zusätzlich ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist ein Plan, ja. Mit Geld verdienen meine ich Forschungspunkte zu bekommen. Wir brauchen nicht noch mehr Geld. Schau dir das an, 38 Millionen. Wir könnten schon ein bisschen mehr brauchen, wenn ich ehrlich bin, ja. Wir können jetzt auch gleich große Spiele machen. Das wird alles. Du willst doch in den Urlaub. Jetzt kann ich dich in den Urlaub schicken. Wir müssen absolut bereit sein, wenn es dann losgeht. Oh, haben wir es geschafft? Ja, unerwartet. Ja. Wir können doch nichts Neues forschen, glaube ich. Mehr. Ja. Hm. Nee. Will noch ein bisschen was. Neues Thema vielleicht? Spion. Hacking. Kampfsport könnte noch hilfreich sein. Nehmen wir das einfach kann mal. Kann ein Dragon Ball Spiel machen. Ja. Dragon Ball. Oh. Der Getränkeständer gefällt mir. Und dahinter ist einfach Soda. Oh. Das ist Getränkeautomat. Der Getränkeständer, sagt er. Spender. Oh. Habe ich Ständer gesagt? Ich meinte Spender. Oh, ich habe wahrscheinlich nicht richtig zugehört. Okay, ich würde sagen, wir machen Sequel zu einem alten Klassiker. Und das wird ein großes Spiel. Unser größtes Spiel bisher. Tagträumer, jetzt erst recht. Yeah. No Fantasy-Rollenspiel. Klar, warum nicht? Yeah. Groß. Ja, Mann. Tagträumer. Jetzt auch bei Nacht? Nachts hört dich Tagträumer. Nein. Ah, was könnte zu Tagträumer passen? Ich bin nicht so gut mit Namen. Tagträumer, jetzt erst recht. Das heißt, das Sequel wird Tagträumer. Noch viel echter. Jetzt noch. Nein, ich nenne es nicht jetzt noch rechter. Ach, warum nicht? Das ist misleading. Das ist die Game of the Year Edition.
Wenn das am Ende niemand kauft, liegt es an einem Namen. Das stimmt nicht. Das Spiel wird sich... Wir haben gerade den Weg geebnet, damit Leute RPGs noch mehr mögen. Es wird nur noch besser an dem Punkt. Und das kann eigentlich so bleiben. Ja, würde ich auch sagen. Wir machen noch ein Fantasy-Rollenspiel. Wir machen einfach das gleiche Spiel nochmal. Das gleiche Spiel nochmal? Okay. Und jetzt schau dir die Stats an. Es wird nur noch besser als davor. Ja, wir haben noch einen Mitarbeiter mehr. Ich habe gehört, dass auf die Bretter gerade an einem Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über aktuelles Spielprojekt zu informieren oder ein Interview zu geben? Klar. Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Tagträumer Game of the Year Edition? Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Yeah. Wir pushen los. Ah, es hat Online-Multiplayer. Zwei Spieler können sich zum Beispiel irgendwo auf der Welt wiederfinden, aber sie ist so groß. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das wollte ich gerade sagen. Und wir machen große eine große Kampagne für 2 Millionen. Also entweder wird das unser größter Hit überhaupt oder wir verlieren. Das wird der größte Hit überhaupt. Oh, Mogi ist hier überarbeitet. Ja, so, Design können wir auf Dialoge packen. Yeah, ja, das sieht gut aus. Sogar All Games wird dem Spiel eine 10 geben. Das fühle ich einfach. Schau, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Siehst du das Design? Das ist so viel, Mann. Und der Hype köchelt weiter hoch. Oh mein Gott, die denken sich alle, oh, das ist das fortgeschrittenste Spiel aller Zeiten. Es ist auch. Wir können Grafik vielleicht ein bisschen runter tun und Sound. Wir haben keinen Spielebericht gemacht, wir Idioten. Mach du vielleicht nicht den Sound und Loretta sollte vielleicht abgelöst werden von Andrew. So, ja. Ja. Oh fuck, jetzt ist Andrew überarbeitet. Egal, der ist neu, der schafft das. Der ist so mit frischer Energie am Werk, der bekommt das hin. Wie gefällt es dir hier bei uns, Andrew? Und warum muss ich das mal... Ja. Oh, das sind so viele Bugs. Wenn du mal mehr arbeiten würdest und nicht so viel Zeit mit deinen Haaren... Oh mein Gott, Fully, es ist soweit. Wir haben alles. Es ist so... Die Sterne sind perfekt. Oh, wir warten doch, bis die G3 vorbei ist und dann releasen wir. Ja. Bis dahin wird das Spiel noch ein bisschen köcheln. Wir werden noch ein bisschen Bonus-Content hinzufügen. Wenn das Spiel floppt, ja, dann verkauft es sich nicht. Ein paar Late-Game-Bosse und sowas. Ja, Mann. Oh, es bekommt halt noch so viele Punkte dazu. Und das ist die G3. Hallo, können da bitte mehr hin? Ja, da kommen noch mehr. Meine keine Sorge, wir sind... Ja, das gefällt mir. So, letztes Spiel war das populärste von allen. Und das wird das populärste Spiel, das es jemals gab. 357 Hype. Oh. Oh nein, die Dreamverse wird eingestellt. Das ist überraschend. Spiel entwickelt. 130, ich bin zufrieden. 131. Zwei neue Rekorde. Ey, wenn das jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten wird, weiß ich auch nicht weiter. Dann habe ich viele Fragen. Gehaltserhöhung, Christian Bennett, klar. Und Bennett hat Spezialtraining. Videowiedergabe. Oh, shit. Es ist an der Zeit zu forschen. Wir können jetzt Cutscenes outsourcen. Okay, bist du bereit? Ja. Warte, den 9? Was? Verzeihung. Hallo? Ne 8! 8? Was? Komm schon! Das sagt Andrew, oder? Oh mein Gott! Das ist Andrew, das beste Spiel aller Zeit, was stimmt mit euch nicht? Ja, sie verstehen unsere Vision einfach nicht. Ne 8,5. Das ist einfach nur demütigend. 7 Aber jetzt Wochen. Mal im Ernst, warum? Das wird sowas von nicht hinhauen. Wir bräuchten vielleicht... Das Spiel verkauft sich auch nicht sonderlich gut. Damit hätte ich nicht ganz gerechnet. Ich hätte ähnliche Spiele machen sollen. Es reicht es eben die Meldung des Tagträumer Game of the Year, welches für kurz veröffentlicht wurde, im Umsatz von über 500.000 erzielt hätte. Okay. Ich meine, das ist okay. Das ist ziemlich okay. Wir sind da im Plus. Die Sales sind nicht scheiße, aber... Wir werden auf jeden Fall gleich das Spezialtraining für Bandit beginnen. Und wir können jetzt Multigenre machen. Ja. Ich will kein Training. Auch dann gescheitert, das ist okay. Aber wir müssen Training machen für Spezialisten, oder? Erstmal will ich das Multigenre machen. Und dann
machen wir mit ihm das Training. Oh. Oh, das kostet viele Forschungspunkte. Mhm. Warte mal, Minimum was? Geh mal hoch. Wie viel braucht der an Stats? Mindestens 700 Design. Oder 700 Technik. Ja. Ist nicht im Ansatz so weit. Vielleicht sollten wir unseren Staff ein bisschen trainieren. Üben, üben, üben oder aus Büchern lernen? Wollen wir üben, üben, üben mal machen? Können wir machen. Mach. Nein, das ist für Design. Bennett war ein Techniker, oder? Ja. Code Jam. Ja. Und jetzt in Urlaub. PlaySystem wird vom Markt genommen. So, ich würde wahrscheinlich, PlaySystem sollte noch sehr viel länger leben, aber okay. Ich glaube, die PS1 wurde recht früh vom Markt genommen, tatsächlich. Die PS2 hat ewig lang noch gelebt. Das kann doch bestimmt auch noch ewig. Ich glaube, als der letzte Spiel, das für die PS1 rauskam, war Schnappi tatsächlich. Wirklich? Ja. Na, du weißt ja alles doch. Oh mein Gott, wie viel Technologie bekommt er dazu? Das sollten wir vielleicht mal mit all unseren Staff machen. Oh mein Gott, Fully. Du willst. Es wird nicht so erfolgreich wie die andere. Wir werden uns einfach nur da kreativ ausleben. Wir wissen, es wird nicht gut verkauft, aber wir leben uns kreativ damit aus. Ich will was für die Games. Brauchen wir für die Abwechslung. Ja. Produktplatzierung. Meine Werbejungs sagt mir auch so einiges, dass ich dich nicht fragen sollte. Gerade deshalb mache ich es. Ich bin der Chef. Ich zahle dir 200.000, um einige dieser rot lackierten explodierenden Fässer in eure Spiele einzubinden. Kommen wir ins Geschäft? Ja. Okay. Wir werden sie bestimmt nicht einbauen, aber ich nehme das Geld gerne. Ist das dann nicht Vertragsbruch? Nein. Okay. Vor allem 3 Screens. Ich hätte gern 3 Screens. Ich habe nur 2. Nee, ich habe technisch gesehen auch den Fernseher angeschlossen. Ja, ich habe einen nicht angeschlossen, der ist zu weit weg. Er kopiert nämlich nur das Signal von meinem zweiten Monitor. Mhm. Ja, ich glaube, Forschungspunkte sollten hier nicht viel mehr werden. Aber die Frage ist, ob wir nicht eine neue Engine machen wollen. Wir können uns aktuell leisten und dann sind wir technisch halt wieder vorn dabei. Ich würde sagen, wir trainieren auch Loretta und sowas, noch ein bisschen Staff trainieren und dann neue Engine und sowas. Und dann gehen wir voll all out. Nee, wir machen erstmal was für GameCube, für die Gamesphere. Ja, okay, guter Punkt. Und danach bilden wir uns weiter extrem. Ja, neues Spiel, groß. Was mögen die auf dem GameCube? Wir machen einfach die seltsame Scheiße ab jetzt. Yeah, abstrakt. Casual. Casual und abstrakt. Abenteuer. Simulation. Oder so. Wow. Was ist hier los? Wow, was ist hier los? Das ist kein großer Marktanteil. Nein, das ist es nicht. 450.000? Ja! Nintendo hat immer scheiß so Lizenzkosten. Diese eingebildeten Säcke. Ich meine... Naja, explodierte rote Fässer. Das kostet 5.000, die einzubauen. Dadurch ist unsere Gewinnspanne nicht mehr so groß, wie ich das erhofft hatte. Okay. Story Quests. Gameplay. Engine ganz hoch. Wir haben ganz viel verrückten Kram mit der Engine, ja. Okay, ja, so. Ja, doch, das gefällt mir so. Ein ganz klein wenig Story sollten wir vielleicht drin haben. So ein bisschen. So. Yeah. So ein bisschen, damit der Spieler am Ende vielleicht noch eine Träne abdrückt. Ja, und sich denkt, boah, was war das für ein abstrakter Scheiß? Wow, was war hier los? Ist jetzt mein Charakter gerade gestorben? Ich weiß es nicht. Worum geht's in diesem Spiel überhaupt? Ja, wir machen das sehr kryptisch, Dialogrunden. Ich würde sagen, Level Design können wir... Künstliche Intelligenz, okay. So halb, würde ich sagen. Ja, aber dann lass das nicht Loretta machen. Dann gibt, Oder gibt's Andrew? Ah ja, Andrew. Andrew macht das. Es ist so oder so ziemlich viel für eine Person zu stemmen. Das ist okay. Andrew schafft das. Andrew. Andrew. Gandhi.
Der kann morgen so lang für seine Haare vorm Spiegel stehen. Dann kann er auch programmieren. Ja. Oh nein, der Gelbe wird vom Markt genommen. Beschämend. Wir sollten sowas von für den Nintendo VS machen, wie er bestimmt heißen wird. Komm nicht, der Game Advance. Ich glaube, den skippen die im Spiel, ich bin mir unsicher. Gott. Mowgli, du kannst auch einfach was übernehmen. Nein, mir ist nicht danach. Andrew! Eigentlich kann Loretta ein bisschen was auch machen. Ja. Das ist eigentlich... Das ist gut. Yeah. Ich hab das Gefühl, wir könnten mehr Staff gebrauchen, oder? An dem Punkt. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Wir warten erstmal die neue Engine ab, okay? Ja, das stimmt. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch voll viel helfen, wenn wir ein bisschen was trainieren. Zum Beispiel Android 400 bringen und sowas. Ja. Dafür werden wir dann die Vorschusspunkte investieren, nehme ich an. Ja, denke ich auch. Ja, das wird kein gutes Spiel. Nein. Eine Katastrophe. Ich würde gerne sagen, wollen wir es überhaupt releasen? Es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, es zu releasen. Nein, was soll schon passieren? Was hast du für Konsequenzen? Ja, ja. Oh, wir verlieren ein paar Fans. Die sind sowieso nur für die RPGs hier. Du meinst, Fans werden dann sagen, Dankeschön auf die Bretter, AG. Oh, 3D-Grafik 3. Ah, kleiner Messestand, was auch immer. Wir haben nicht das größte Vertrauen gerade. Oder? Nein. Eigenartig, aber gut. Vertrauen. Oh Gott. Technik und Design. Wir wissen selbst nicht, was wir da gemacht haben. Das werden wir noch herausfinden, was da funktioniert hat und was nicht. Nein. Wisst ihr was? Wir machen jetzt den Kojima-Move und sagen einfach, die verstehen unsere Vision nicht. Das tun sie auch nicht. Nein. Ups. So, dann Spezialtraining. Oh, ich kann die Kamera minimal, okay. Ja, ich glaube, das ist das letzte Büro, ne? Ich habe keine Ahnung. Trainieren wollten wir sie. Trainieren, genau. Game Design Kurs ein bisschen. Ja. So was, wir begeben ihr am besten Innovationswettbewerb. Ja. Und eben... Time Trials, wir brauchen mehr Geschwindigkeit und sowas. Oh ja, wir sollten wirklich, glaube ich, einfach mal mehr Forschungspunkte in Staff packen. Ja. Andrew ist unser Dump. Er ist langsam, glaube ich. Mal den Pixel Cup. Ja. Oh ja, die G3. Ah ja, unser Spiel ist ja released worden. Das ist, So ein kleiner Stand sind echt viele Leute da. Können wir kurz darüber reden? Ja, dafür, dass ein kleiner Stand ist, bei den großen Ständen sind halt auch nicht mehr. Nicht so viel mehr. Oh, TES64 wird nicht mehr unterstützt. Absolut beschämend. So, dann machen wir Training. Kannst du... Nee, du trainierst dich automatisch durch die Spiele-Releases, ne? Naja, das tun alle. Echt? Oh, okay. Du bist vom Speed extrem gut. 300 Geschwindigkeit. Yo, schau dir die anderen Leute mit ihren Speed-Stats an. Ja. Ups, nein, warte, ich will. Nein, ich will Training. Nicht. Ich will Training. Ich mag es, dass bei den ganzen Dingen, weil die noch nicht abgeschlossen sind, nicht steht, was sie bringen. Ja. Wir machen ihm einfach. Wir machen Code Jam. Ja. Oh, ja, siehst du, was der Andrew gerade für Punkte bekommt? Ja. 7 und 9. Ey, hier, Christian ist jetzt bei über 200 Geschwindigkeit. Wir hätten das so viel öfter machen. Ja, wir sollten. Oh mein Gott. Vor allem, wir kriegen mehr Forschung raus auch. Dann würde ich sagen, wir werden Christian noch ein bisschen schneller machen. Ja, Mann. Wir werden alle ein bisschen schneller machen. Ihr trefft euch bei den Time Trials, Jungs. Oh, es gibt so viel Geschwindigkeit. Es gibt so viele Punkte, das ist... Ich habe nie drüber nachgedacht, dass Geschwindigkeit eigentlich wirklich hilfreich ist. Wahrscheinlich schon. Also ich schätze mal, dass es hilfreich ist. Martin, Sie haben einen merkwürdigen Trend beobachtet, dass Spieler auf der ganzen Welt ein eigenartiges Fable für irgendwelche Spiele entwickelt haben. Wollt ihr mich verarschen? Was? Wir waren unsere...
Militär und Action, okay. 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 So, was können wir noch machen? Ich denke, wir gehen mehr auf Design noch. Haben wir Game Jam noch nicht abgeschlossen? Machen wir das nochmal. So, einer bekommt dann noch Training. Mein Gott, Oliver hat fast 300 Speed. Schau den Boy an. Und das ist über 500 Technologie. Yeah. Wir sind jetzt quasi neues Unternehmen. DS, oh ja, da ist der DS. Oh, ich will sowas von was für den DS machen. Das müssen wir. Das wäre sonst dumm, wenn wir es nicht tun würden. Oh, mach Forschungspunkte für uns. Wir brauchen Forschungspunkte. Los. Oh, die PSP. Als Filterkasse daran. Die war ja mehr so eine Homebrew-Konsole sowieso. Ich habe einige PSP-Spiele da. Ich nicht. Ich habe 5 oder so nur. Oder 6. Das ist halt echt wenig. Ah. Ich glaube, für keine Konsole, die ich besitze, habe ich so wenig Spiele wie für meine PSP. Ich habe am wenigsten Spiele für mein Nokia N-Gage. Du hast ein Nokia N-Gage. Na Moment, für mein Pokémon Mini habe ich noch weniger Spiele. Okay, Pokémon Mini zu haben ist cool. Dafür gibt es aber auch nur 4 Spiele, in Europa rauskamen oder so. Oh. Guck mal, wie schnell sie sind. Die kratzen sich nicht mehr so auf den Kopf. Wenn die ihnen auch einfach Anti-Schuppen-Shampoo geben können, aber ich glaube, das ist auch eine Methode. Wir lassen Loretta noch ein bisschen Design machen. Mhm. Oh, dann kann ich eigentlich noch ein Auftragsdingens annehmen. Und dann können wir, glaube ich, langsam mal wieder ein Spiel machen, oder? Oh ja, 6 Wochen. Oh, das wird knapp. Zeigt, wie gut ihr seid. Oh, Moment. Die eine ist trainiert gerade und der andere ist im Urlaub. Ah, wie gut bist du? Nicht gut genug. Ah, das ist nicht mal knapp. Nein. Wollen wir sie in den Urlaub schicken? Hm. Mach. Wir haben das eh verkackt an dem Punkt. Ja, das meinte ich nicht. Danach sollten wir vielleicht noch mal... Wollen wir eine neue Engine schon machen? Wir sind noch bei der Age-Engine. Oh Gott, ich dachte gerade, wir sind im Minus oder so. Nein. Wir haben nur noch 44 Millionen. Ja, nicht mehr so stabil, wie es mal war. Das ist halt wahr. Ja. Wir sparen jetzt mal die Forschungspunkte. Oh, ich bin sehr gespannt, wie das nächste Spiel wird. Eigentlich an dem Punkt ist auch so die Frage, wollen wir nicht mehr Mitarbeiter haben? Ich meine, überleg mal, mehr Mitarbeiter heißt mehr Forschung. Wir haben die neue 3D-Grafik nicht erforscht. Das heißt, ich würde eigentlich noch keine neue Engine machen. Klar, wir können noch einen holen. Mit was? Demospiel oder so? Obwohl ich glaube, wir sind im Design sehr stark gewesen wegen RPGs, aber vermutlich. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir einen Ausgeglichenen haben. Und ja, auf jeden Fall. 2 Ausgeglichene werden ziemlich... Wobei, wenn wir ihn trainieren, wird er nicht ausgeglichen bleiben. Ist okay. Der ist ziemlich gut. Technologie 500. Der ist echt gut. Holy shit. Warte mal, der davor ist... Technologie fast 400 und Design 400. Ich würde das eher nehmen mit Technologie 500, ehrlich gesagt. Okay. Der Ronny. Komm, Ronny. Ronny! 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 Was ist das für ein Balken? Wir können genau sehen, was du tust, Ronny. Wollt ihr alle in den Urlaub? Was ist euer Problem? Nein, was haben die für ein Problem alle? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht arbeiten die sich mit ihm ein? Ich habe keine Ahnung. Können wir vielleicht einen Publisher-Vertrag machen? Ja, klingt nach einem Plan. Mindestens Bewertung 7. Oh, ich würde sagen, wir machen das. Ja. Ich mache 130.000 Vertragsstrafe. Was ist das? Für Kinder. Für Kinder. Oh, mittleres Spiel? Okay. Was wollen Kinder? Wir haben seltsame, kuriose Kombinationen. Okay. Comedy. Dann wollen wir... Comedy. Comedy, Abenteuer. Casual. Casual. Age Engine. Yeah. Comedy, Abenteuer, Casual. Ziemlich bizarr, würde ich sagen. Ein Comedy-Spiel. Haha, das war... Das ist lustig. lustig. Bin ich gut. Oh, jetzt bin ich
gespannt, wie gut Haha lustig wird. Comedy, Abenteuer, Casual. Das heißt, dafür ist Story wahrscheinlich wichtig. Casual auch Gameplay ganz viel, glaube ich, oder? Ja. Ja. Wollen wir so machen? Ja, klingt gut. Und so ein Technik-Wunderknaben würde ich gerne fürs Gameplay setzen. Warte, unser Gameplay-Design. Gameplay ist... Oh, das, ich glaube, Gameplay ist Design. Okay. Würde ich behaupten. Ja. Story Quest. Macht das Beste Engine aus der ist halt Engine. Technik, ja. Ich mag es nicht, dass man es hier nicht so ganz sehen kann, was ist. Ja, es ist ein bisschen Guessing Work. Wenn man da einen Fehler macht, dann steht man nicht gut da. Chef, so wie es aussieht, benutzt ziemlich viele Raubkopien von... Wow, was ist hier los? Ich habe es geschafft, einige von ihnen ausfindig zu machen. Wir verwahren warum? Sie nur. Warum? Ja. Warum wollen sie bei Wow, was ist hier los überhaupt? Ich weiß es nicht. Raubkopien. Roland Keane von Smash. Oh, Smash hat uns eingeladen. Zu reit für uns über ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren, einen Typ zu geben? Ja. Wir pushen. Danke für Ihre Zeit. Gern geschehen. Oh mein Gott, siehst du das Design? Das ist so gut. Ich glaube, Dialoge sind Dialoge und Level-Design würde ich gleich auf... Oder ja. Nein, Dialoge ganz voll. Level-Design ein bisschen, künstliche Intelligenz kann eigentlich fast verschwinden. Du kannst Ronny eigentlich die KI geben. Ja, ansonsten sind wir, denke ich, ganz gut dabei. Ja. Christian hat nichts zu tun. Der Trend ist vorbei. Scheiße. Mittlerer Messestand, nachdem es auch ein mittelgroßes Spiel ist. Ich denke, es ist einfach nur angebracht. Oh mein Gott. Schau dir die Punkte an. Es könnte aber ein großer Erfolg werden. Vielleicht ist das Super Mario Bros. DS. Ja, ich denke, das stimmt soweit. Ja, willst du Christian was geben? Was ist Grafik? Grafik und Sound müssen Technik sein, oder? Grafik würde ich sagen, ist Design. Ja, google doch mal. Okay. Ich bin mir nicht auch unsicher, aber wir müssen das jetzt richtig machen. Game Dev Tycoon. Ich habe keine Ahnung, was ist. Design or Tech? Oh, okay. Sogar ein... check out the Wiki. Oh, hey, hier ist die Seitenseite geleitet worden. Ist, wie wärst du eine Wiki nachschaust, Dummkopf? So wie jeder andere auch. Warum bist du auf dieser Seite überhaupt? Geh zu Wiki. Gott, das ist so viel zu lesen. Was zum Fick? Eine Tech Design Balance ist, by the way, relativ wichtig, scheinbar. Okay. Oh Gott. Das sind so fucking viele Infos. Ich will doch nur eine Sache rausfinden. Komm schon, fucking Steam-Forum. Warum bist du nicht im Wiki? Ich bin im Wiki. Ich dachte, du wärst im Steam-Forum. Nein, das Steam-Forum hat nur gesagt, oh, geh einfach aufs Wiki. Und das Wiki ist voll viel. Das sind komplette Tabellen mit Punkten und sowas. Ja. Wir machen Mogi auf die Grafik, der ist ausgeglichen. Okay. Das ist gut. Ich denke, das ist der sinnvollste Kompromiss an dem Punkt. Oh mein Gott, siehst du, wie viel Design wir haben. Ups. Ja. Haha, lustig. Haha, lustig. Oh, du spielst so lustig. Oh, ich hab den Joke verstanden. Witze verstehe ich immer. Und wo ist Johnny, um uns den Joke zu erklären? Das ist eine gute Frage. Oh mein Gott, sie machen noch so viele Punkte. Okay, jetzt nicht mehr. Erstmal haben sie noch echt gut Punkte dazu gehauen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Forschung. Ich will 190 Design noch knacken. Easy. Ja, das ging sehr 150 schnell. Technik, ja. Okay. Und wir mussten nicht mal allzu viel in das Spiel investieren. Das ist wahr. Yo. Ist das nicht ein Publisher-Vertrag? Ja. Oh. Warum sind unsere Publisher-Verträge oftmals echt gut?
Fortschritte, Zwischensequenzen, Minispiele, detaillierte Hintergrundgeschichte. Okay. Eine Minispiel-Compilation machen sollen. Ich denke, es gibt... Oh, nein, wir brauchen 3D-Grafik. Ja. Yeah. Spielebericht auch gleich machen. Macht das. Ey, könnt ihr, seid doch gut im Design, habe ich gehört. Okay. Okay. Was? 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 Komm schon! Ich glaube, sie mocht die Kombination nicht. Nein, ich glaube, die Kombinationen sind scheiße. Oh. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, aber es hätte so viel besser sein können von den Stats, die wir erreicht haben. Ja. Yeah. Oh, das war einfach nur beschämend. Das war traurig. Es verkauft sich aber super oft, weil es ein Publisher-Vertrag ist. Hat jetzt schon 870.000 Einheiten verkauft. Nice. So, und jetzt können wir auch direkt die nächsten 3D-Grafiken erforschen. Dann würde ich gerne noch Auftragsarbeit annehmen. Wir brauchen halt noch mehr Forschungspunkte. Oh. Oh, das ist ein großer Auftrag. Da sollte noch Forschungspunkte rausspringen, auch wenn wir es nicht schaffen. Und wir werden es ja sowas von nicht schaffen. Nö. Nicht so viele Forschungspunkte, wie ich mir wünschen würde. Nö. Das reicht vielleicht für noch eine neue Sache und dann müssen wir definitiv eine neue Engine machen. Aber wenn wir 40 Forschungspunkte erreichen, wäre das ziemlich gut. Die 40 kriegen wir hin. Oh, yes. Wir haben sogar den Auftrag fast geschafft. Fast. Sieht so aus, ob der Auftrag... Okay. Ich dachte gerade, dass wir vom Publisher eine Vertragsstrafe hätten. Nein. Vertragsstrafen sind halt immer so niedrig. Ja. Stell den Spielbericht. Also wenn du einmal einen guten Hit in dem Spiel hast, dann kannst du eigentlich nicht mehr pleite gehen. Oh. Glaube ich zumindest. Oh, da würden meine Erfahrungen mit dem Spiel aber widersprechen. Wie hast du es geschafft? Okay, du nimmst dauernd Vertragsstrafen in Kauf. Warum frage ich denn überhaupt? Was? Keine Ahnung. Weißt du, weil ich das Spiel damals... Ich habe es damals gespielt, als es neu war. Komm schon, ich habe noch keine Ahnung. Ja, ich auch. Ich auch. Ich denke mal an fortgeschrittene Zwischensequenzen. Oder Dialogbäume für unsere RPGs. Ja. Nein, wir brauchen fortgeschrittene Zwischensequenzen noch mehr für die RPGs. Auch für die... Ja, wir brauchen beides. Scheiß mal auf Dialogbäume. Leute wollen sowieso nicht wirklich eine Wahl haben. Ja. Yeah. Dialogbäume kommen erst in der nächsten Generation. So, ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel heute. Und dann sind wir fertig mit dem Video. Klingt nach einem Plan. Ich weiß gar nicht, wie lange wir machen, aber lang genug. Ja. Yeah. Zu einem unserer klassischen RPGs. Ork und Keule geben Beule. Was ist mit Ork und Beule geben Keule? Ork und Elf. Nein. Ork und Troll? Ork und Troll. Finde ich toll. Finde ich toll. Rollenspiel? Rollenspiel, ja. Ich denke, ein reines Rollenspiel ist am sinnvollsten. Oder? Ja, klingt nach einem Plan. Ich glaube, wir brauchen kein zweites Genre immer. Ja. PlaySystem 2, wie üblich. Ja, Mann. Aber wir haben keine neue Engine gemacht. Fuck. Hölz. The Engine. Redux. Yeah. Irgendwie sowas wollte ich auch machen. Wir sollten vielleicht wie 3 noch drin lassen, wenn wir kleinere Spiele machen. Nein, wir machen keine kleineren Spiele. Okay. Wir haben nicht ein kleineres Spiel gemacht. Wir können aber Stereo und der Mono-Sound rauspacken. Ja, das ist ja kein Mittel, das weiß ich, ob das sonst selber Mono kann raus. Ja, Mono braucht keinen Arsch. Die Zeit sind lange vorbei. Ja. Yeah. Das Problem ist jetzt, dass wir Forschungspunkte bekommen, die hilfreich wären für eine neue Engine oder so. Wie schnell die das da abarbeiten. Ja. Yeah. Shit. So, neue Engine, kein Ding. Gib uns 5 Minuten. Oh, das ist fantastisch. Wir haben so viele Forschungspunkte. Das ist fantastisch, ja. Okay. Dann fortsetzen und entwickeln. Und du, Andrew, bleib bei uns. Stimmt, was war der Titel? Ich habe ihn vergessen. Ork und Troll finde ich toll. Ork und Troll finde ich toll. Okay, großes Spiel. Rollenspiel. Ja. Yeah. PlaySystem. Ja. Yeah.
Hölzler Engine Redux. Erinnert mich an die Deluxe Engine. Ja, die war ziemlich cool. Die mochte ich. 3D-Grafik, V3 bitte nicht, textbasiert. Textbasiert drin. Das kannst du ohne Engine einfach machen, oder? Es sieht so aus. Ich meine, ergibt Sinn, dass man für Text keine Engine braucht. Ja, Story Quests würde ich nach ganz oben ziehen. Okay. Ja. Videowiedergabe. Okay. Ja. Story Quest ganz oben. Gameplay so. Ich denke, so sollten wir gut dabei sein. Ja, also, Story Quest ist Design. Das heißt, müssen wir Andrew machen. Okay. Gameplay ist Technik, oder? Das sollte eigentlich soweit stimmen. Ich wollte nur, dass Mugi das Zeug. Wobei, Mugi hat fast 500 Design? Jo, ja, wann ist das passiert? Du lernst die ganze Zeit halt mit, deswegen. Lernen die anderen nicht auch die ganze Zeit über mit? Das bin ich. Da bin ich mir voll nicht sicher. Wollen wir nicht eine große Kampagne machen? Machen wir eine kleine Kampagne. Okay. Wenn wir zu überheblich wurden, ging das nicht gut für uns aus. Ich bin nicht überheblich. Ich würde einfach nur sagen, Ork und Troll, das wird ein Hit. Wer findet Orks und Trolle nicht gut? Dialoge sind am wichtigsten, oder? Dialoge sind wichtig. Du kannst vielleicht KI ein bisschen höher setzen. Ja. Und denk dran, Andrew, das nicht alles aufzubrummen, sondern du kannst vielleicht die Dialoge machen. Ja. Andrew muss nicht das Level-Design machen. Kann das nicht Loretta übernehmen? Oder ist das zu viel für Loretta? Ich denke nicht, dass das unter... ist besser. Okay. Es ist besser. Nee. Der lieber. Ronny! Ronny! Wenn jetzt gleich irgendwas Technisches kommt, macht das einfach der Ronny! Schaffst du das, Ronny? Du schaffst das! Oh, Sir, bitte reden Sie nicht so mit mir. Oh mein Gott, 150 Design, wir sind noch nicht durch. Nein. Das wird eine Designbombe. Alter, die Technik. Spiel wird Design natürlich voll hoch. Grafik, ja. Sound, es gefällt mir so. Machen wir. Ronny macht Sound. Können wir Ronny nicht einfach die Grafik geben dann? Wenn wir die Grafik rausnehmen, dann sollte es Christian schaffen, oder? Nee, Christian hat schon mal die Grafik gemacht. Das ist ja Technik. Ja. Wir brauchen halt bei Design noch. Mogi macht das einfach. Fuck. Der Chef muss manchmal heranklotzen. Okay, wo hast du das mit dem Randklotzen? Was? Das ist eine Redensweise. Randklotzen. Ich habe das vorher noch nie gehört, bis Pokémon Sword and Shield. Und das ich meine, ich ist auch nichts, was geworden. Ich ernsthaft verwenden deswegen würde. Aber es existiert. Deswegen war ich so auch. Okay. Ich meine, man kann auch Bauklötze staunen. Können wir mal kurz darüber reden, dass wir fast auf 200 Technik haben? Schau dir diese Punkte an. Wenn das kein 10 out of 10 wird. So, ich will noch auf die G3 warten, aber der Andrew muss langsam dringend in den Urlaub. Ich schicke ihn in den Urlaub. Kann ich das während dem Development machen? Das Spiel ist fertig. Naja. In den Urlaub mit dir. Ich will noch 200 Technologie. Und vielleicht 100 Forschung. Ich glaube nicht, dass wir noch Forschung dazu bekommen. Ist okay. Machen wir das. Zwei neue Rekorde. Das ist so fucking gut. Wenn das, ich meine, das ist ein Spiel, dafür ist unser Unternehmen bekannt. Oh. Oh, veröffentlicht jetzt Spiel der 5 Hauptgenres? Wirklich? Haben wir das davon nicht? Haben wir scheinbar nicht. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter Gehaltserhöhung bekommen, Oliver Carter. Das ist okay. Der Olli. Erfolge. Damit meinen sie Achievements. Ich habe keine Erfolge, meinen sie. Erfolge. Deswegen sammle ich Achievements. In den Urlaub? Ups. Okay. Ork und Troll finde ich toll. Der 9 ist okay. Damit kann ich leben. Eine 8! Was? Was? Was machen wir falsch? Wir überarbeiten nicht. Eine 7! Wir überarbeiten niemanden zu viel. Wir brauchen noch einen Mitarbeiter. Das kann so nicht weitergehen.
Oh mein Gott. Irgendwer ist immer überarbeitet und ich glaube, das zieht unser Rating runter. Das kann gut sein. Oh, die sind alle überarbeitet. Mhm. Oh, wir haben auch nicht viel Geld verdient dadurch. Oh mein Gott, wie konnte das so floppen? Wir kommen wieder über die 40 Millionen zumindest. Wir brauchen noch einen für Design, oder? Ja. Ja. Wir haben irgendwie krassen Designmangel, auch wenn wir super krasse Designer haben. Immerhin verkaufen wir gut was. Ich bin nicht begeistert davon. Ah, das läuft alles nicht so gut. Mm-mm. Also. Oh, Design 600. 600. okay. Okay. Aurelia? Ich bekomme auch die ganze Zeit irgendwelche Achievements. Weißt du, ob du die sehen kannst? Ja, ich sehe es. Das ist ja vom Spiel. Oder? Ja, Trends zu Simulationsspielen. Okay, wir müssen noch ein Spiel zum Abschluss machen. Okay, ein Spiel machen wir jetzt. Ich kann jetzt nicht, auch, ich werde heute nicht schlafen können, wenn wir jetzt nicht noch eins machen. Sie macht keine Auftragsarbeit, wir warten einfach. Ja. Ich werde euch jetzt nicht überanstrengen oder sowas, bevor es überhaupt losgeht. Hey, das Spiel hätte Platin erreicht. Eine Million Sales ist halt, gar nicht mehr so der krasseste Scheiß eigentlich. Alle sitzen da und warten. Und wir warten. Sie machen nicht. Willst du einen Publisher-Auftrag machen? Ich glaube ehrlich gesagt ja. Wirklich? Das hier von Electronic Mass Production. Okay. Umweltschutzbehörde. Klar. Nee, gar nicht mal lesen. Irgendwas mit Solarzellen haben wir jetzt bekommen, glaube ich. Ja, wird schon irgendwie gut für unser Karma sein. Bist du langsam eingearbeitet? Oh mein Gott, ich muss in den Urlaub. Ja. Egal, Carter kommt gleich wieder. Oh, er ist so viel schneller wieder zurück, als sie eingearbeitet ist. Wir haben kürzlich Solarkollektoren in den Bürogebäuden installiert. Obwohl die Videospiel- und Softwarebranche einer der saubersten Branchen weltweit ist, verbraucht sie sehr viel Strom. Deshalb kann das Installieren von Kollektoren welche Veränderung bringen. So. Kriegen wir dadurch irgendwie Fans oder so? Keine Ahnung. Haben wir nur... Woher kam eigentlich dieser Spike auf einmal her? Weiß ich nicht. Warum haben wir nur 50 Fans? Kannst du zwei gearbeitet sein? Ich mag Aurelia jetzt schon nicht. Okay, vielleicht ist es super, aber... Nee, komm schon. Komm schon noch ein bisschen... Das beliebte Genre wird vorbei sein, wenn wir damit. Okay, jetzt haben wir raus. Cyberpunk-Genre. Wir haben das aber nicht hervor, ja. Hm. Wir machen einfach das. Ja. Groß, oh, das mittleres? Nee. Okay, nein, dann machen okay, wir machen selber eins. Ja, wir machen selber eins. Groß. Für alle. Welches Thema für unsere Simulation? Stadt. Oh, das ist gut. Das ist ziemlich gut. Stadtsimulation. Ja. Yeah. Noch was anderes dazu? Plattform. Nein, nur Simulation. Was ist, wenn wir die Plattform PC nehmen? Ja. Ja. Auf die Städter. Man auf die Bretter, ich meine, geht in den Kopf, ja. Die Städter. Wie die Siedler. Ja. Oh. Nur sind da es die Städter. Okay. Gut. Also wir unser Glück. Ja, Mann. Das es geht jetzt bereits los. Ich spüre es. Gameplay, ganz wichtig. Mhm. So, Request nicht ganz wichtig. Engine sollte aber auch sehr wichtig Engine sein. Engine muss voll. Mach Engine muss voll. Ja, für Gameplay Simulation würde ich sagen. Gameplay kannst du so, mach beides. Dann ist es gleich gewichtet. Das ist ja die Wichtung, okay, das ist ja unten. Engine ist Technik. Genau. Das heißt, haben wir Oliver drauf, okay. Gameplay ist Design, oder? Ich würde mich fast Aurelia direkt drauf droppen. Mach das. Sorry, Quest, wen interessiert's? Sag mir ehrlich. Mann. Andrew, du machst das, okay? Andrew, das ist dein Auftritt! Andrew! Ich bin
können die sagen, wen interessiert es oder so. Komm schon, Andrew, Andrew! Andrew! Oh mein Gott, wir sind so ja schon bei 50. Ne, wir sind sehr ausgeglichen. Was haben wir da akzeptiert? Mehr von Gameplay. Mehr von der Spielwelt. Ja, das Gameplay ist unser Fokus. Oh Gott, das ist so ausgeglichen. Okay, Tessia! Oh mein Gott, Design! Das? Was ist da passiert? Künstliche Intelligenz, Dialoge brauchen wir gar nicht. Mach mal ganz weg. Das ist ganz, ganz klein. Dialog, ganz weg. KI macht der Ronny. Ja. Ich denke, so sind wir gut unterwegs. Level Design. Ja, ja, ja. Oder willst du Level Design mehr an dem Punkt? Ich hoffe nur. Ja, okay, du bist dann nicht überarbeitet. Jetzt beim letzten wird sich jetzt zeigen, ob wieder jemand schrecklich überarbeitet sein wird. Oh mein Gott, wir sind jetzt schon bei den 200. Das ist so fucking gut. Das wird das beste Spiel aller Zeiten. Und wenn nicht, dann ist dieses Video einfach sofort vorbei. Spielweltdesign. Sound ist nicht so wichtig. Mach mal so an der Hälfte. Ja, sowas rum. Und mach Spielweltdesign ein bisschen unter Sound. So? Oder, ja, so ungefähr, ja. Ronny ist überarbeitet. Also. Spielwelt, die machst Sound. Den Sound. Ja. Können wir dich für die Grafik. Nelson geht noch. Ja. Andrew, was ist das Spielweltdesign, Aurelia? Du bist unser Goldschatz. Okay. Du arbeitest kaum wie so ein Chef. Könnte fast sein. Ich habe andere Dinge zu tun. Like a boss. Nein! Was hast du getan? Es kam die Meldung, dass es keine Trends mehr gibt. Fuck! Oh mein Gott. Oh Gott. Egal, lass mich 300. Oh mein Gott. Der Hype. Schau dir das Design an. Ja. Schau dir einfach fucking Technik an. Okay, war eine große Kampagne. Wir setzen da sehr viel drauf. Wir müssen das machen. Der Hype ist vorbei. Das ist so, als würde man im Jahr 2020 mit seinem neuen Battle Royale ankommen. Man muss einfach ein bisschen die Werbetrommel rühren, damit das noch jemand mitbekommt. Das klappt noch, glaub mir. So, wir warten jetzt noch die G3 ab. Ich hab einen großen Stand hier geholt. Oh, wir haben 218 Forschung. Mir gefällt nicht, dass wir schon seit Ewigkeit uns bei den 40 Millionen befinden. Ja. Und warum hat niemand mehr was gemacht gerade? Weil sie alle auf die Messe sind. Oh, oh, es kommen nicht mehr viele Leute zu unserem Stand. Ja, wobei, ich zieh zurück, es sind viele. Schon. Okay. Nein, nichts? Oh, danke schön. Wow, Andrew. Kann ich auch mit Bass reinzubringen. Dünnes Eis, Andrew. Ah, der Ronny, der hat's wieder gefixt. Oh. Der Ronny. Da, die bekommen noch alle Level-Ups. Stimmt. Komm schon. Hm. Wir warten einfach ab. Also, wenn das Video jetzt nicht mehr lange geht, wissen Leute. Oh mein Gott, was? Komm schon. Warum ist das keine 10? Weiß ich auch nicht. Oh mein Gott. Come on. Ja, danke, danke, danke. Noch eine 9. Oh, All Games, ich hasse euch so sehr. Weißt du was? Hätten wir den Trend erwischt, dann wäre es ja, ach Gott, wir waren so kurz davor. Ja, lass mich die Verkaufszahlen noch sehen. Oh, die sind nicht hoch. Oh, die sind überhaupt nicht hoch. Die sind überhaupt nicht hoch. Oh, ich zieh's. Oh, ein bisschen besser. Es hat sich rumgesprochen. Ja. Ja, ich denke, damit sollten wir erstmal wieder über die Runden kommen. Kann bitte aufhören, jedes Mal die Meldung zu kommen. Ja, du hast Gold. Oh mein Gott. Der starke Monat, ich würde das Ganze im Auge behalten. Ja. Okay, 50 Millionen, komm schon. Komm schon. Komm schon. Gleich kommen die Gelder. Yes, 50 Millionen. Dann lass mich mal eben speichern. Okay. Okay. Ich glaube, wir sollten beim nächsten Mal unser Game of Tycoon Abenteuer, wenn wir nochmal eine Runde machen, beenden können. Ich glaube, das sollten wir machen. Das sollten wir machen. Okay. Vielleicht machen wir dann eine eigene Konsole. Oh mein Gott, ja. Wir werden eine Konsole machen. Wir sind bald zurück. Ja. Yeah. Denke ich. Stimmt.